Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht's wie immer eigentlich auf meinem Kanal um neues Make-up, um manche Sachen. Da habe ich schon mir so einigermaßen eine Meinung zu bilden können und manche Sachen, die ich heute das erste Mal benutze, die ich in meinem letzten Haul auch mitgezeigt habe, wo ich nochmal näher Videos zu machen wollte. Und ich denke, das ist so ein ganz guter Mix zwischen ganz neuen Sachen und wie gesagt ein paar Sachen, die ich schon öfter ausprobieren konnte. Heute ist eigentlich nicht der beste Tag dafür, um Make-up aufzutragen. Ich war am letzten Donnerstag, heute ist Dienstag, beim Lasern. Und zwar wollte ich mir meine Rötung lasern lassen, die doch hier immer sehr dominant sind und auch jetzt in letzter Zeit immer mehr geworden sind. Ich war schon mal beim Lasern, aber das muss man ja auch öfter mal wiederholen. Und dann kam mein Arzt auf die glorreiche Idee, also ich bin da bei einem Dermatologen, und hat gemeint, ach, wir könnten doch auch mal Fraxel Laser ausprobieren. Der würde die Kollagenbildung anregen, ist auch für Hyperpigmentierung. Insgesamt soll der sehr gut sein für Hautverjüngung. Und dann da habe ich nicht lange drüber nachgedacht. Er meinte nur, das ist dann mal ein Tag rot und dann ist das wieder okay. Deswegen war es für mich so, okay, warum nicht mal ausprobieren? Also wir haben zuerst den Laser benutzt, der gegen die Rötung sein soll und gegen Äderchen und danach diesen Fraxel Laser. Und was soll ich sagen? Ich sehe heute schon wieder einigermaßen normal aus, aber am zweiten Tag meiner Behandlung war ich richtig geschwollen und zwar hier die komplette Seite. Also er hat auch nur hier unten gelasert, also diesen Fraxel Laser gemacht und ich sah aus wie so ein Chipmunk, also richtig dick hier. Das ist immer noch so, es ist auch immer noch warm. Hier unten, ich glaube, da sieht man es auch, ihr seht es dann bestimmt auch gleich, wenn ich näher rankomme, hatte ich lauter kleine Hitzepickelchen, würde ich jetzt mal sagen. Also das sah richtig schlimm aus und hier sieht man, glaube ich, wenn ich dann jetzt näher rankomme, auch noch die Linie, wo man genau sieht, wo der Laser angekommen ist. Und meine Haut ist super rau, fast wie so ein bisschen Schmirgelpapier. Sie pellt sich auch. Also da wird jetzt heute die Foundation nicht gut drüber sitzen, aber ich habe mir zu der schon eine Meinung gebildet, sodass das jetzt in dem Fall nicht ganz so schlimm ist. Aber wenn jetzt heute etwas nicht so gut ausschaut, liegt das wahrscheinlich nicht so sehr an den Produkten, sondern an meiner Haut. Und hätte ich das gewusst, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich glaube, mit diesen Pickelchen und so, und dass ich so sehr geschwollen war, das war auch drei Tage sehr offensichtlich. Also ich finde, heute geht es wieder einigermaßen. Ich merke es noch hier, dass es so ein bisschen dicker ist. Da war ich doch etwas überrascht und ich glaube, meine Haut hat da nicht so gut reagiert. Er meinte, wir sollten das in 4 Wochen nochmal wiederholen. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher, ob ich das machen möchte. Auch sonst mit den Rötungen kann ich jetzt natürlich das Ergebnis nicht sehen. Dadurch, dass meine Haut hier insgesamt jetzt rot ist durch diesen anderen Laser. Das nur kurz vorneweg zur Erklärung. Aber vielleicht bietet sich das erste Produkt, was ich auch ganz neu hier habe, für diese speziellen Hautbedürfnisse an. Und zwar ist das von Glowish bei Huda Beauty, der Blur Gem Silicone Free Smoothing Primer. Der kostet 30,95 Euro bei Sephora. Ich weiß gar nicht, wie lange der schon draußen ist. So lange wahrscheinlich noch nicht. Ich war nur gestern zufällig bei Sephora und habe den gesehen und dachte mir, den nehme ich doch mal mit. Das hat sich ganz interessant gelesen. Der kommt in einem Tiegel. Das ist jetzt das Einzige, was mir wahrscheinlich nicht so gut gefällt. Und sie schreiben dazu, dass das eine leichte, glättende und mattierende Basis ohne Silikone sein soll, die voller hautfreundlicher Inhaltsstoffe steckt. Sie spendet den ganzen Tag lang Feuchtigkeit und sorgt mit einem Weichzeichnereffekt dafür, dass das Erscheinungsbild der Poren bis zu 12 Stunden lang verringert wird. Enthalten Damascener Rosenwasser, Kaktusfeige und Kaktusblütenextrakt. Und das soll für ein frisches Gefühl beim Auftragen sorgen, erhöht den Feuchtigkeitsgehalt der Haut, schützt die Hautbarriere und verlängert die Haltbarkeit des Make-ups um bis zu 12 Stunden. Und sie schreiben, was ich so ein bisschen interessant fand, das kann alleine unter oder über dem Make-up getragen werden. Also man soll das wohl vielleicht auch als Touch-up oder als bisschen Puderersatz über die Poren gegeben werden. Es ist parfümfrei, vegan-friendly,
alkoholfrei, nicht komedogen und für alle Hauttypen geeignet. Und ich denke, das ist der Startschuss, dass ich euch mal direkt näher ranhole. Jetzt ist meine Kamera ausgegangen. Also ich habe jetzt den Primer aufs gesamte Gesicht aufgetragen und ich finde, der macht einen tatsächlich sehr schönen Eindruck. Also ich habe das Gefühl, dass meine Hautregion insgesamt ausgeglichen aussieht. Der hat sich schön über meine Haut gelegt, auch hier über diese sehr trockenen Stellen. Die fühlen sich natürlich auch weiterhin noch sehr rau und trocken an. Aber gerade hier habe ich jetzt nicht das Gefühl, da hat sich meine Haut noch ziemlich normal angefühlt, dass der mich zu sehr austrocknet. Er mattiert so ein bisschen runter oder legt sich wie so ein leichter Film über die Haut. Es fühlt sich ein wenig silikonig an, gleichzeitig aber auch frisch. Eine ganz spannende Konsistenz, die ich so, kann mich an nichts Vergleichbares erinnern im Moment, weil ich bei vielen anderen so richtigen Pore-Filling-Primern schon das Gefühl habe, noch mehr dieses Silikonige zu spüren, habe ich jetzt hier nicht so sehr das Gefühl, sondern merke auch schon oder meine auch etwas von dieser Feuchtigkeit spendenden Wirkung zu erkennen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Das wirkt sehr vielversprechend, aber so ein Primer, den muss ich ausprobieren, auch wenn meine Haut dann wieder in ihren Normalzustand zurückgekehrt ist und dann mal schauen, wie er sich mit den Foundations verträgt, die ich auch kenne und was er sonst noch macht. Aber im ersten Moment ein spannendes Produkt. Dann kommen wir zu Westman Atelier und zwar die Skincare Complexion Drops. Die gibt es für 72 Euro bei Niche Beauty zu kaufen. Momentan sind 16 Farben erhältlich. Das ist jetzt die Farbe 0,5. Die Nummer 1 gibt es nirgends im Moment zu bestellen. Ich glaube, da gibt es einfach Lieferschwierigkeiten. Insgesamt ist es so eine etwas kleinere Shade Range, vor allem auch, weil das ein richtiger Hybrid sein soll zwischen Skincare und Tinted Moisturizer. Sie schreiben auch dazu, diese Drops sind eine neue Generation unter den Foundation-Hybriden dank enthaltenen Wirkstoffen in Serumform, die die Hautstruktur, die Festigkeit und die Ausstrahlung Tropfen für Tropfen verbessern. Nicht komedogen, entwickelt, um mit ihrer Haut zu arbeiten, nicht nur um sie auf sich zu legen. Die innovativen Drops hydratisieren, glätten den Teint und verbessern die Qualität der Haut. Angereichert mit hochwirksamer Hautpflege, gleitet jeder Tropfen wie ein leichtes Öl auf die Haut und verwandelt sich in ein kuscheliges Serum für ein dauerhaft frisches Strahlen auf dem Gesicht. Diese unglaubliche Formel besteht aus Hautpflegewirkstoffen mit hohem Wirkungsgrad. Die Inhaltsstoffe können also tatsächlich halten, was sie versprechen. Jeder Wirkstoff in Serumstärke wurde sorgfältig nach seiner Wirkung auf die Haut ausgewählt. Aber die wahre Magie liegt darin, wie diese Inhaltsstoffe auf ganzheitliche Weise zusammenwirken, um die gesündeste und strahlendste Haut zu schaffen. So Gucci Westman, das ist die Gründerin von Westman Atelier. Ich habe die Foundation schon ein paar Mal getestet und auch in meinem Let's Try On Haul habe ich sie auf der einen Seite aufgetragen. Ich möchte jetzt hier nochmal einmal auf dem gesamten Gesicht auftragen und meine Meinung so dazu teilen. Also sie ist erstmal sehr flüssig, man schüttelt die, dann ist das die Farbe. Ich finde, die Farbe ist mir ein bisschen zu hell und ein bisschen zu graustichig. Also die 0,5 soll hell sein mit einem neutralen Unterton. Und ich denke, also wenn ich da den Unterton sehe, hätte ich fast mit so einem wärmeren Unterton gehen können. Ich wollte eigentlich die 1 kaufen. Da es die aber jetzt noch nicht gab, habe ich die 0,5 gewählt. Ich nehme mal von Sonia Chi den Jumbo Base Pinsel, den ich jetzt völlig eingesaut habe und verteile das mal. Also was ich finde von der Konsistenz, erstmal riecht sie ein bisschen, sie hat so einen Produktgeruch und dann merkt man, das Ölige oder das Ölartige, also es ist jetzt nicht wie so eine Essenz oder so ein normales Serum, sondern meiner Meinung nach schon sehr ölig. Das ist jetzt was, ich bin ja nicht so der Gesichtsöl Fan. Das gefällt mir im ersten Moment schon mal nicht so gut, einfach von der Konsistenz und wie man vielleicht jetzt erkennen kann. Also Farbe ist einfach meiner Meinung nach nicht passend. Das lässt mich sehr, ja, geisterhaft aussehen und doch sehr fahl.
Das mag ich persönlich immer nicht so gerne, aber mal von der Farbe abgesehen. Es ist eine Foundation, wenn man jetzt Pflegeöle mag und Gesichtsöle gerne verwendet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das was für einen ist. Ich glaube, diese Complexion Drops, wie sie es nennen, ist wirklich was für trockene Haut. Ich finde ansonsten von der Deckkraft, es ist eine schöne, leichte Deckkraft. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich mag ja oftmals so leichte Foundations und hier, wenn dann noch Rötungen durchkommen, dann gehe ich auch gern mal mit Concealer drüber. Ich mag nur leider die Konsistenz nicht. Also ich mag dieses Ölige nicht und ich finde, das spürt man sehr. Und was ich auch finde, dass die sehr ölig bleibt, auch den Tag über. Ich habe zwar sehr trockene Haut, aber selbst die ist mir zumindest jetzt in den warmen Monaten und jetzt auch die letzten Tage war es ja kühler und ich habe sie da nochmal getragen, muss ich sie schon sehr stark setten, um dass sie mir gefällt. Also die setzt sich von selbst gar nicht und das ist einfach nicht mein Liebstes. Ich gebe sie mir nochmal auf die andere Seite, einmal hier und da gehe ich jetzt mal mit dem Schwamm rein. Sie hat ja auch noch einen Pinsel dazu rausgebracht, den hätte ich gerne, den gab es aber damals noch nicht und im Moment kommt gerade so viel Neues raus, dass ich mir den erstmal verkniffen habe. Mit dem Schwamm geht das auch gut aufzutragen, da ist dann die Deckkraft natürlich ein bisschen leichter. Mir gefällt es mit dem Schwamm ein wenig besser vom Auftrag her. Ich habe da das Gefühl, dass ich es einfacher einarbeiten kann und ja, mit dem Pinsel ist es mir doch auch schon passiert, dass ich so Streifen hatte durch das sehr ölige und auch die Pinselhaare werden sehr nass oder bleiben so ein bisschen ölig. Das mag ich auch nicht ganz so gerne. Deswegen ist für mich da der Schwamm das Mittel der Wahl. Ich gehe auch hier nochmal drüber und dann sieht das so komplett aufgetragen aus. Ich finde, sie macht schon ein schönes Hautbild. Also gerade jetzt hier oben, hier unten darf man nicht gucken, da schuppt sich meine Haut. Da sitzt gerade gar nichts richtig gut drüber. Aber ansonsten finde ich, macht sie ein schönes Hautbild. Sie ist super feuchtigkeitsspendend, einfach durch die Konsistenz. Und ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass so viel Skincare enthalten ist und Aktivstoffe und so, dass die eventuell auch was Gutes macht für die Haut. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich habe ja meine Skincare-Routine. Brauche ich dann nochmal irgendwas oben drüber, was dann auch den Hauptfokus auf der Skincare hat? Ich glaube, nein. Also jetzt haben ja jetzt viele Foundation Skincare. Mich stört das auch im Normalfall nicht. Bei der hier muss ich einfach sagen, dass es nicht meine bevorzugte Formulierung durch dieses Ölige ist und dadurch, dass sie sich so gar nicht setzt. Also ich bin auch jemand, der nicht immer unbedingt Puder verwenden muss oder wenn dann nur leicht und mag es daher schon sehr gerne, wenn sich Foundations auch von selber setzen und das habe ich jetzt bei der hier nicht. Ich kann mir vorstellen, dass umso mehr wir in den Winter gehen und umso trockener meine Haut dann im Normalfall immer werden wird, dass mir die schon besser gefällt und dass ich die auch auf jeden Fall tragen werde. Ich kann die auch jetzt tragen, als es jetzt so ganz heiß war. Da war es nichts für mich, weil da habe ich das Gefühl gehabt, mir läuft die davon. Aber jetzt, es ist ja jetzt schon nur noch so 15 Grad draußen, da geht das. Ich komme auch gut mit ihr über den Tag. Es ist aber auch nicht meine liebste Formulierung. Einfach vom Hautgefühl her ist es nicht so das, was ich mir wünschen würde. Und da denke ich, für jemanden, der gerne Gesichtsöle auch verwendet, der wirklich etwas sucht, was super dewy ist, dann könnte das was sein mit einer leichten Deckkraft. Vielleicht auch, wenn man nicht so viel Hautpflege noch extra draufpacken möchte, sondern dafür auch diese Serum Foundation benutzt. Und dann kann ich mir das vorstellen, dass das gefällt. Mag man jetzt nichts Öliges oder hat vielleicht sogar Mischhaut oder ölige Haut, dann glaube ich nicht, dass das Produkt was für einen ist. Ich werde sie den Winter über oder jetzt, wenn es kälter wird, nochmal weiter testen und sage dann bestimmt,
bestimmt noch mal was zu. Aber im ersten Moment ist es eine, wo ich sage, einmal aufgetragen auf der Haut, sieht sie bei mir ganz gut aus. Sie macht ein schönes Ergebnis, gibt eine leichte Deckkraft. Es ist so ein wenig aufbaubar, aber meiner Meinung nach auch eben durch diese starken Serien, die da enthalten sind, auch nur bis zum gewissen Grad. Sonst wird es auch einfach zu viel auf der Haut. Aber es ist jetzt halt auch nichts, was mich völlig umhaut und einfach nicht meine liebste Konsistenz. Was ich nochmal auch jetzt probieren wollte, mal alleine, ist das Puder von Christian Louboutin. Und das hat mir ja bei meinem ersten Mal ganz gut gefallen. Ich benutze dafür auch den Jumbo Bronzer Pinsel von Sonia Chi. Der ist nämlich so groß, dass der für mich auch gut als Puderpinsel funktionieren wird. Denn mein erster Eindruck von dem Puder war ja sehr gut. Jetzt habe ich die letzten Tage kein Make-up getragen, deswegen hatte ich auch nicht wirklich Zeit, mir da einen tiefergehenden Eindruck zu verschaffen. Aber auch jetzt überzeugt mich das Puder doch sehr gut. Das hat einen schönen Effekt auf der Haut. Das mattiert schon runter, aber es hinterlässt so ein leicht seidiges Finish. Legt sich sehr schön über die Haut. Also bis auf hier unten, da sieht man noch die Hautschüppchen. Ich soll da nichts machen, dass ich irgendwie mit irgendwas drüber gehe, um das abzutragen, sondern soll der Haut eben die Zeit geben, das selbst zu machen. Deswegen muss ich da jetzt erstmal mit leben. Ansonsten legt sich das super schön jetzt auch über meine Poren hier. Gefällt mir sehr gut, auch im zweiten Eindruck. Also das werde ich weiter ausprobieren. Das ist für mich ein vielversprechendes Puder, weil das schon vom Gefühl her sich so seidig anfühlt. Und so habe ich auch hier das Gefühl über der Haut, dass es sich wie so ein Seidenschleier über die Haut legt. Und der Pinsel klappt tatsächlich sehr gut, auch als Puderpinsel für mich. Dann habe ich von Benefit hier den Gimme Brow Volume Luminizing Pencil. Das ist so ein Stift auf der einen Seite. Blende ein, was der kostet, das weiß ich gar nicht. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht ausprobiert vor der Kamera. Und das ist die Farbe. Ich musste jetzt einige Male hier drüber gehen, um dass ich Farbe abbekomme. Vielleicht sollte ich einmal kurz mit dem Spitzer rein. Den einmal frisch angespitzt. Und dann schauen wir mal. Da habe ich mir jetzt doch noch mal schnell die Sephora-Seite aufgerufen. Also der kostet 28,95 Euro. Gibt es in den typischen Benefit-Farben. Und das ist ein volumenspendender Augenbrauenstift. Und der vereint Mikrofasern und Puder, die an Haut und Brauenhärchen haften, um Tiefe und Fülle zu erzeugen. Das Ergebnis, voller aussehende Brauen mit federleichtem Volumen, die weich und natürlich aussehen und den ganzen Tag halten. 12 Stunden langer Halt, wischfest, wasserfest. Und so sieht die eine Hälfte aus. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich musste ihn allerdings jetzt wieder neu anspitzen. Also der war jetzt ein paar Tage bei mir in der Schublade gelegen und hat erstmal nicht gemalt, aber jetzt hier nach dem Anspitzen geht das gut. Macht jetzt nicht ganz so feine Härchen. Ich kann jetzt von den Fasern nicht wirklich was erkennen. Man merkt, dass er so ein bisschen pudriger ist. Dadurch, dass ich ja hier hinten im Prinzip alles auffüllen muss, mag ich das ganz gerne. Ich meine, ob es bei mir irgendein Produkt schafft, dass es natürlich aussieht, ohne dass Haare da sind, wage ich immer zu bezweifeln. Ansonsten, von der Farbe her gefällt es mir gut. Das ist die 2,5. Die habe ich immer bei Benefit. Ja, hier auf der Seite kann ich vielleicht so ein bisschen was erkennen von den Fasern. Da muss ich dann etwas aufpassen, dadurch, dass ich es bei mir ja nur auf die Haut legen kann, dass das nicht so krümelig aussieht. Ja, das ist vielleicht etwas der Nachteil. Ich glaube, wenn man mehr eigene Augenbrauenhaare hat, dann kann das durchaus besser sein. Bei mir ist es jetzt so, wenn ich direkt auf Haut male und sich dann so Fasern dranhängen, dann sieht es oftmals eher nicht nach Haaren aus, sondern doch mehr nach irgendwelchen Krümeln. Aber ansonsten bin ich jetzt auch nicht unzufrieden, so wie das aussieht. Den werde ich weiter ausprobieren. Kann mir aber sehr gut vorstellen, dass meine Augenbrauen jetzt nicht die perfekte Kombination zu diesem Stift sind. Als Augenbrauengel verwende ich das von Patrick Ta. Das mag ich tatsächlich ganz gerne.
Auch hier, das ist ja dieses Lamination Gel. Ich finde das Bürstchen sehr toll, durch das das hier oben so ein wenig abgeschrägt ist. Ich finde, da kann man sehr präzise arbeiten. Das mag ich sehr gerne. Ich finde, das krümelt nicht so stark, gibt aber trotzdem super Halt. Ich bei meinen drei Augenbrauenhaaren zumindest. Also das habe ich, seitdem ich es habe, sehr gerne benutzt. Und dann kommen wir aber jetzt zu Chantecaille. Und zwar die Quads, die für die Herbstsaison rausgekommen sind. Und da haben wir als erstes das Cougar Quartett. Das kostet 80 Euro bei Niche Beauty. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon online ist. Sie haben zumindest schon mal eine Vorschau. Was ich immer dazu sage, Chantecaille-Produkte sind immer Produkte, die es gerade bei Niche Beauty oder auch bei Douglas, wenn sie dann kommen, im Sale gibt. Also man kann Minimum 20% auf die Sachen sparen. Da würde ich auch immer warten. Von innen sieht dieses Quartett so aus. Man hat hier einmal einen matten Ton mit dabei, der als cremige Vanille bezeichnet wird. Dann einen Rosé-Ton, Rosé-Champagner-Ton, ein poliertes Kupfer und einen matten Grauton. Was mir auffällt, die Palette ist sehr mattlastig. Ich mag es ja eher schimmerig. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das jetzt auf dem Auge aussehen wird. Von außen optisch natürlich ein Traum. Das macht Chantecaille immer sehr schön. Mit dieser Palette geht ein kleiner Teil an den Yellowstone Nationalpark, um eben dort die freilebenden Pumas oder das Gebiet zu schützen, in dem die leben. Und dann hat man ja noch die Black Jaguar Palette. Kostet auch 80 Euro. Es sind 5 Gramm Produkt enthalten. Made in Italy. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 24 Monate Haltbarkeit sind angegeben. Und hier hat man den schwarzen Jaguar drauf und die unterstützt den Schutz des Amazonasgebiet, in dem der Jaguar vorkommt. Und hier haben wir eine etwas spannendere Farbzusammenstellung. Und zwar hat man hier einmal einen glänzenden Perlmutton enthalten, ein schimmerndes Bronze hier, ein mattes Schwarz und ein schillerndes Tintenblau. Ich blende von beiden Paletten mal kurz Swatches ein und dann würde ich die einfach auf jedem Auge einmal auftragen und auch natürlich versuchen, alle Farben zu verwenden. Da schaue ich mal, wie wir das am besten kombinieren. Ich fange an mit der Puma-Palette und nehme da von BK Beauty aus der Angie Hot and Flashy Reihe den A503, den großen fluffigen Blenderpinsel. Ich gehe mal mit dem hellen matten Ton hier einmal rein. Hat ein bisschen Puder Kickback und man sieht schon, dass man nicht so viel sieht. Also das ist ein sehr heller Ton, den ich mir jetzt mal als Base hier hingebe. Dann nehme ich aus demselben Set den A504 Pinsel und gehe in den grauen Ton. Mit grauen Tönen bin ich ja immer etwas vorsichtig. Die können bei meiner Hautfarbe auch schnell mal patchy aussehen und uneben. Der ist erstmal schon mal gar nicht so schlecht pigmentiert. Jetzt schaue ich mal. Halt mich mehr hier hinten auf, um das einfach etwas abzudunkeln. Und der kleine Pinsel, der A504, den liebe ich auch heiß und innig, weil der eben so klein ist und ich habe ja so eine kleine Augenpartie. Da macht sich der ganz gut. Gehe jetzt gar nicht mit mehr rein, sondern gehe nochmal mit dem großen, fluffigen Pinsel und ein bisschen was von dem hellen Ton hier über die Kanten. Das finde ich klappt ganz gut, um das so ein wenig auszublenden. Das mag ich ganz gerne. Und jetzt würde ich in den Ton hier gehen. Bleiben wir doch mal bei Angie Hot and Flashy und BK Beauty. Ich nehme den A501 Pinsel und gehe in den braunen Ton. Und der ist ja so ein metallischer Ton. So ein Satin metallisch, würde ich sagen. Und den gebe ich mir übers gesamte Lid. Und bei dem habe ich jetzt richtig viel Fallout. Deswegen switche ich mal um auf meinen Finger.
aber ein schöner Braunton. Gehe wieder mit dem Blenderpinsel von vorhin rein und gehe hier über die Kanten. Ich habe ja hier noch ein bisschen was auf den Pinsel. Damit gehe ich hier unten lang. Ich hoffe, ihr könnt sehen, wie das hier schon so ein bisschen gerieselt ist. Also mit dem Ton darf man vorsichtig sein. Ich versuche das jetzt mal. Ja, das ging jetzt einigermaßen gut weg. Dadurch, dass der von der Konsistenz auch so ein bisschen dicker ist, ist es jetzt nicht der einfachste zum Wegwischen, weil der so dick cremig ist. Das bleibt dann natürlich auch immer gerne mal kleben. Aber ansonsten eine sehr schöne Farbe, die ja so einen leichten metallischen Effekt hat, aber keinen jetzt so ganz strahlenden, also keinen so Funkelton. Und dann nehme ich von BK Beauty den 207 Pinsel und gehe in den Ton hier oben. Das ist ja so ein ganz softer Satin-Ton. Und mit dem gehe ich jetzt hier in den Innenwinkel. So ein bisschen über das Braun drüber. Der ist jetzt nicht ganz so hell, wie ich mir es oftmals gerne für den Innenwinkel wünschen würde. Ansonsten ein sehr schöner Satin-Ton. Und dann ist das schon der erste Look so auf die Schnelle. Das ist jetzt ein Augenlook, den finde ich ganz schön. Das ist halt ein super Everyday Quad. Mir persönlich aber ja zu wenig was Besonderes. Also ich hätte lieber wie bei der Giraffe Palette so einen richtig Sparkleton mit dabei gehabt. Oder dann noch etwas Helleres eben für den Innenwinkel oder für mein Lid. Mag man so super neutrale Farben und mag man nicht so sehr so viel Sparkle. Dann glaube ich, könnte die Palette schon was sein. Das Interessante noch an der Palette finde ich den Mix mit dem Grau. Da kann man doch noch mal so ein wenig in eine andere Richtung gehen, also ohne dem Grau. Man kann natürlich den hier auch super zum Verdunkeln nehmen und mit dem übers gesamte Lid. Dann hat man einen rein braunen Look, sehr viel heller, oder den grauen als Liner verwenden oder mit dem übers ganze Lid und den hier als Liner verwenden. Also ich denke, man kann da so ein wenig hin und her spielen mit den Farben. Es ist eine sehr schöne Lidschattenqualität. Man muss ein bisschen aufpassen mit Fallout. Ansonsten sind die Farben gut pigmentiert. Da kann man gar nichts sagen. Da hat sich Chantecaille sehr verbessert im Gegensatz zu früher. Also das gefällt mir doch sehr gut. Ist aber jetzt Preis-Leistung, wo ich sage, ja, da habe ich dann schon gerne mal mehr so einen Special-Ton mit dabei. Irgendwas Besonderes. Deswegen wird es eine Palette sein. Die werde ich sicherlich weiter nutzen. Aber jetzt auch nicht wirklich was Aufregendes. Dann kommen wir jetzt zur Black Jaguar Palette. Die sieht natürlich schon erstmal sehr viel farbenfroher aus und man hat hier mehr Schimmerfarben dabei. Ich starte mal mit dem Farbton, mit dem Sonia G Soft Definer Pinsel. Nehme den mal auf und den gebe ich mir so ein bisschen in die Crease, so ein wenig übers Lid. Das ist schon mal der erste Ton, der mir sehr gut gefällt. Das ist so ein helles Braun. Sie schreiben ja Copper. Der ist auch ziemlich gut pigmentiert und der hat auch einen schönen Glanz und lässt sich aber gleichzeitig auch wunderbar so in die Crease verblenden. Also das gefällt mir ja immer ganz gut. Ich brauche nicht unbedingt so ganz matte Farben. Ich würde mit dem gleichen Pinsel mal in das Schwarz reingehen. Und das ist ja der einzig richtig matte Ton. Da habe ich auch direkt Puder-Kickback. Gebe mir den nur mal ein wenig hier in den Außenwinkel. Und auch der ist soweit ganz gut pigmentiert. Das ist meiner Meinung nach, ich glaube, vielleicht kann man es auch am Finger erkennen, nicht so ein ganz tiefes Schwarz, sondern so ein Schwarz, was auch etwas Grau mit dabei hat. Das gefällt mir oftmals auch gut, eben wenn ich Looks abdunkeln möchte. Das lässt sich häufig sehr schön ausblenden, so auch bei dem hier. Und ich habe jetzt aber auch wenig Produkt verwendet, also das reicht mir dann in dem Fall schon aus. Jetzt würde ich im Normalfall wahrscheinlich den blauen als Liner verwenden, aber ich möchte den natürlich so ein bisschen mehr zeigen.
Daher nehme ich mal von Rose and Ben den C30 Pinsel und gehe in den blauen Ton, ohne ihn anzusprühen, mal hier rein und gebe das hier dazwischen. Der hat ja auch eine schwarze Base und ich glaube, man kann ihn doch sehr gut erkennen. Also auch der hat durchaus Power. Den Blauton gebe ich mir auch mal hier unten hin. Und da glaube ich, wenn man das knalliger haben möchte, das Blau, dann braucht man den einfach nur ansprühen. Der macht jetzt unangesprüht schon einen so starken metallischen Effekt, dass ich davon ausgehe, wenn man den ansprüht, dann kommt dann das Blau noch kräftiger raus. Sehr schön, das gefällt mir gut. Und dann nehme ich mit dem Finger den hellen Ton. Und das ist so ein ganz eisiger, eher so Topper Shade, also mit nicht ganz so viel als Grundfarbe. Und den gebe ich jetzt hier komplett hier vorne drüber und auch so ein bisschen über das Blau. Und das, finde ich, bringt den Look nochmal in so eine ganz andere Richtung. Jetzt ist es sehr viel eisiger. Das wäre so ein perfekter Winterlook. Gib mir die Farbe auch nochmal in den Innenwinkel. Und dann würde ich nochmal in den Ton gehen. Und hier unten etwas nochmal ausblenden. Und dann sieht das so aus. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Look, den ich so tragen würde, sondern ich denke, dass ich den braunen Ton eher so aufs gesamte Lid gebe. Vielleicht mit dem eisigen noch rein. Das gefällt mir ganz gut. Und den blauen und den schwarzen, also den schwarzen gerne zum Abdunkeln. Und den blauen wahrscheinlich mehr als Liner verwenden. Aber ich wollte jetzt einfach die Farben auch mal sehen. Und die gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Also auch von der Intensität und von der Deckkraft ist es eine super schöne Qualität. Da kann man gar nicht meckern. Also man bekommt hier auf jeden Fall schon auch Strahlkraft mit den Looks hin. Chantecaille ist jetzt nicht die erste Brand, wenn ich an ausdrucksstarke Augenlooks denke. Aber auch mit der Giraffe-Palette, so ein kühles, neutrales Quad, hat der Sparkelton schon ordentlich Power. Und auch hier finde ich, der blaue Ton hat durchaus Power. Und auch der weiße Topper Shade gibt schon ordentlich Glanz. Das gefällt mir gut und ja, ist halt etwas aufregender, denke ich, als jetzt die Palette. Also hier nochmal beide nebeneinander. Dann würde ich die Rouge Allure Mascara verwenden. Und zu der muss ich leider sagen, die hat mir ja sehr gut gefallen am Anfang. Was ich aber finde, dass die ziemlich schnell austrocknet, also ich habe jetzt schon das Gefühl, und ich verwende sie nicht jeden Tag, dass da weniger Produkt drin ist und dann wird sie so etwas krümelig. Sie funktioniert immer noch gut, ich glaube aber, dass sie nicht so lange halten wird. Es ist auch wohl sehr wenig Produkt enthalten, da habe ich gar nicht wirklich nachgeguckt, aber ich befürchte auch, mit dem wenigen Produkt ist es eine, die super schnell austrocknet und dann auch zur Klümpchenbildung neigt und dann ist sie einfach für mich zu teuer zum Nachkaufen. Das finde ich sehr schade, weil ich die Verpackung so toll finde. Ich hoffe, sie bringen vielleicht noch mal andere Formulierungen raus, weil vielleicht könnt ihr es hier schon sehen, wie ich so ein bisschen Klümpchen habe. Und das ist dann immer was, das nervt mich, wenn ich dann 100-mal durchbürsten muss, um das ordentlich und schön hinzubekommen. Deswegen ist das eine, die den Langzeittest, und so lange habe ich sie noch gar nicht, also den mittleren Test schon nicht so wirklich gut überstanden hat. Und dann auch eine ist, wo ich sage, da bekommt man sicher. Auch gerade von Chanel, die haben so ein paar ganz tolle Mascaras, mehr für sein Geld. Auch wenn die Verpackung, das macht mich tatsächlich traurig, weil von der bin ich richtig begeistert. Das ist für mich in jedem Fall immer schon ein Kaufargument, aber wenn sie dann nur irgendwie ein paar Wochen hält und dann schon anfängt klumpig zu werden, muss ich einfach sagen, ist sie auch in der Chanel-Preis-Range zu teuer für das, was sie dann macht. Aber hier jetzt nochmal mit Mascara die beiden Augenlooks und dann würde ich mir noch mal ein bisschen Bronzer und Blush aufgeben. Da habe ich jetzt nichts speziell Neues und dann sehen wir uns gleich noch für die Lippenstifte. So, jetzt habe ich einfach ein wenig Bronzer, Blush und Highlighter aus der Vive Palette genommen. Alles im
im Prinzip, also Bronzer und Blush, mit dem großen Pinsel. Wenn ich das so großzügig auftragen möchte, klappt das mit dem Pinsel sehr gut. Der hat gewohnt sehr gute Sonia Chi Qualität, gefällt mir richtig. Ich habe bei Jenny gehört, von Jennys Highlights, dass ihrer so sehr stinkt. Entweder ich bin nicht so empfindlich oder meiner stinkt nicht so sehr. Also ich habe da jetzt nicht das Gefühl, dass der sehr nach Ziege riechen würde. Also das hat sehr gut geklappt. Das ist eine Palette, die liebe ich sehr, wenn ich morgens schnell raus muss. Sehr schöne, neutrale Blushfarben. Das ist jetzt die hellere der beiden Paletten. Also die gibt es in zwei Farben. Das ist die Dawn Palette. Kann ich überhaupt nicht sagen. Ein Produkt, was ich richtig gerne benutze. Und Vive gibt es jetzt auch bei Space NK, habe ich gesehen. Also ich verlinke das gerne unten, wenn man das mal ausprobieren möchte. Über die Marke hört man ja leider auch nicht so viel und ich finde ein wenig zu Unrecht, weil sie doch sehr schöne Produkte hat und da gehört das auf jeden Fall mit dazu. Dann kommen wir jetzt zu Lippenstiften und ich hatte ja eigentlich drei von Chantecaille und jetzt war aber in meiner Chantecaille-Box der von mir verlorene Laura Mercier Lippenstift, den ich mir noch gekauft hatte in der dunkleren Farbe. Und jetzt fehlt aber der helle von Chantecaille. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich muss mal suchen. Also so langsam nimmt das hier überhand. Ich zeige aber dann halt mal den Laura Mercier und einen von den Chantecaille. Die Farbe Orchid hier unten, die hatte ich ja schon gezeigt. Und dann haben wir hier oben nochmal Passiflora. Das ist der hellere. Und das ist dann die Farbe Passiflora. Das ist ein Everyday Lippenstift und die Lip Cheeks sind ja auch so. Also die haben eine ganz gute Farbabgabe, wie ich finde. Ich liebe sie auf meinen Lippen. Die sind pflegend, fühlen sich auch so ein bisschen warmig an. Halten jetzt auch nicht besonders lange, aber für mich meine Go-To-Lippenstifte, die ich, glaube ich, am häufigsten trage von all meinen Lippenstiften. Und dann mache ich den ab und dann probiere ich nochmal den von Laura Mercier. Und zwar hatte ich da ja schon die hellere Farbe, die hat mir nicht so gut gefallen und das ist jetzt Berry Kiss. Die sieht schon sehr viel dunkler aus, das ist ja auch so ein Lip Balm, aber durchaus mit mehr Farbe. Ja, und ja, das ist ein ziemlich dunkler Bärenton, der sich ein bisschen auf meine trockenen Stellen setzt. Also wenn ich den trage, muss ich aufpassen, dass ich vorher einen Lip Scrub mache und vielleicht einen Lip Liner verwende. Ansonsten eine sehr schöne Farbe und ja, sehr viel mehr Farbe als bei diesem durchsichtigen. Das war nicht anders zu erwarten. Gefällt mir sehr gut. Der hat jetzt auch keine Sparkle drin. Zumindest nicht so, wie ich das erkenne. Das finde ich auch eine sehr schöne Herbstfarbe. Wie oft ich so einen doch für mich knalligen Lippenstift im Alltag trage, muss ich immer zeigen. Ich befürchte nicht ganz so oft. Wenn man rote, bärige Töne, also so tiefes Rot mag und mag auch gerne so etwas Balmiges, Glänzendes, dann könnte das auf jeden Fall was sein. Insgesamt, ich muss sagen, was mich jetzt so etwas überrascht, dass, also jetzt nicht die Partie hier unten, die sieht nicht so gut aus, aber die Partie hier oben, also gerade auch wenn ich in den Spiegel schaue, die sieht super weich gezeichnet aus, sehr ebenmäßig, sehr schön. Also anscheinend klappt der Primer mit dem Skin Tint von Westman Atelier und mit dem Puder sehr gut. Ich glaube vor allem auch das Puder hat nochmal diesen schönen Seidenschleier drüber gegeben. Jetzt ist es auch so, dass der Skin Tint getrocknet ist und dass es mir dann auch sehr gut gefällt. Es ist halt preis-leistungsmäßig was, wo ich sage, dieses etwas Ölige ist nicht ganz so mein. Mag man aber Ölkonsistenzen und hat eine sehr trockene Haut und steht auf ein leuchtendes Finish und es macht einen nicht aus, dass sich das nicht wirklich setzt, dann könnte das durchaus was sein. Das Puder ist sehr vielversprechend. Die Lidschattenquads finde ich sehr schön. Mir gefällt jetzt ein bisschen besser die Black Jaguar Palette, einfach weil verschiedene Formulierungen drin sind. Das mag ich bei Quads, wenn da mehr
Abwechslung drin ist. Das wird so ein Look sein, ja, das ist so ein Everyday-Augenlook, der gefällt mir ganz gut. Ich hätte mir gewünscht, dass noch eine etwas hellere Farbe da ist für den Innenwinkel. Das hätte es für mich noch einen Ticken schöner gemacht. Aufgrund eben der wenigen, für mich spektakulären Formulierungen würde ich mich eher für die entscheiden. Wobei das eine sein wird, die ich vielleicht öfter tragen werde. Wir werden sehen. Ansonsten schöne Quads. Wenn man die mit 20% Ermäßigung bekommt, finde ich die ganz gut. Auch die Lippenstifte von Chantecaille mag ich sehr gerne und auch den jetzt von Laura Mercier. Insgesamt bin ich doch jetzt ganz glücklich, wie mein Make-up rausgekommen ist. Vor allem meine Base, da habe ich schon das Schlimmste befürchtet, eben mit meinen Hautschuppen. Die sind noch da und wenn ich nah rangehe, sehe ich die auch. Aber es sieht bei weitem nicht so schlecht aus, wie ich befürchtet hatte. Von dem her haben die Produkte ganz gute Arbeit geleistet. Und ja, dann war's das von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.